Hallo Civilization Fans, willkommen zurück zu Thomas Spiel Civilization 6 mit Arabien, Folge Nummer 33. In der letzten Folge haben wir Osaka eingenommen und machen uns jetzt auf nach Kyoto. Der Kultursieg von Japan geht zurück. Das ist gut, so dass wir da Chancen haben, noch zu gewinnen. Ja, ist gut. Tschüss. Die wollen immer irgendwas. Haben wir eigentlich gegenüber ihm einen Casus Belli? Nee. Haben wir nicht. Aber das wird sicherlich noch kommen. Der ist ja immer. Naja, das sind ja eher ein bisschen auf Krawall gebürstet. Gandhi hat auch noch rumgezuckt. Den haben wir letztens auch noch so, naja, mal, da kann man, würde ich sagen, mal schnell weggemacht. Die Zukunft scheint weit weg zu sein. Hier haben wir unseren Panzerkorps, das kann stehen bleiben. Das ist ein U-Boot. Gegen Victoria haben wir da irgendwas in der Hand. Casus Belli. Oh, Heiligen Krieg, cool. Könnte man London mal ins Auge fassen, aber bevor wir London angreifen, werden wir unten noch Rom müssen wir noch einnehmen. Was heißt Rom müssen wir einnehmen? Geht halt auch relativ schnell. Kraftwerk reparieren. Wo bist du? Entspann dich. Handwerker haben wir eingenommen, dass wir mal ein Luxusgut hier. Trüffel ist schon bewirtschaftet. Fisch, Fisch, Krabben. Empfohlene Modernisierung. Ja, dann gehen wir hier hinauf. Und errichte die Mine. Unser Atom-U-Boot, was meine ich hier eigentlich? Du kreuzt mal ein bisschen vor London rum, ich will wissen, was hier los ist. Homs haut einen Annehmlichkeiten. Kampfpanzer entspannt sich. Du ruhst dich auch aus. Und du fährst mal hier hin. Mal Brasilien dürfte der nächste Angriffspunkt sein. Wir müssen kurz überlegen, wo. Hier ist eine Gebirgskette, da kommen wir eh nicht drüber. Also wäre es sinnvoll, von hier oben aus anzugreifen. Nach Sao Paulo, dann müssen wir immer so weit. Und dann nur 1, 2, 3 hier hin, glaube ich. So, und in Antium bauen wir. Die sind sogar zufrieden. Noch ein bisschen Wohnraum. Noch ein bisschen Wohnviertel. Dass hier noch ein bisschen mehr geht. Plus 5. Sehr gut. Nächste Runde. So. Einer benötigt noch Befehle. Ah. Ein Jagdlager. Elefanten, hier gibt es so viele Elefanten wie Elfenbein. Wahnsinn. Sehr, sehr krass. Mit dem Überraschungskrieg erklären, dann haben wir einen entsetzlichen Kriegstag am Malus. Das heißt, wir stünden dann relativ schnell mit allen anderen im Krieg. Und wieder. Handelswege. Hauptstadt Indiens wurde übernommen. Ja, ist okay. Zack. Kein Sitz. Jupp. Unsere Raketengeuze sind hier unten. Aber vergesst Kyoto. Die Manöver, greift sie einfach direkt an. Vergesst die Manöver, greift sie einfach direkt an. Okay.
Gut. Ausrichtung wählen, Social Media. Und hier noch. Ein Lager. Ah. Ja. Ne? Mittel abschöpfen. Ja. Der Spion hier. Mittel abschöpfen. Ja. In Rom. Politikplatz füllen. Ah. Da muss ich also irgendwas tun. Ja. Einheitenkosten reduziert. Sammelt 25% weniger Kriegsmüdigkeit. Produktion. Produktion. Gold. Ins Beginn in einem freundlichen Gebiet, das ist nur interessant. Im nahen Fernkampf einer Besetzung des Informationszeitalters, was kam dazu? Schwierig. Okay. Ja. Ah, jetzt. Atom-U-Boot. Entspannlich. Das haben wir gemacht. Gut, weiter geht's. Und an diesem schönen Tag, für mich ist es übrigens ein Feiertag, hier in Baden-Württemberg, gibt es natürlich einen Kaffee zum Spiel. Lecker. Nein. Hier ist noch so viel. Nicht erforscht oder besiedelt. Gott, habe ich viele Städte. Ist ja Wahnsinn. Handelsweg nach Rom. Ja, cool. Eine benötigt Befehle. Eine Mine. Hubschrauber. Es irgendwie gefällt mir das Stück hier. Gibt es Perlen? 1, 2, 3 hier noch. Oh, den Hubschrauber hier her. Ein Panzer. Der geht hier hin. Ach, siehst du den Hubschrauber? Ich wollte ja Brasilien erreichen, siehst du, da war da was. Du machst bestimmt das Jagdlager, genau. Haben wir echt krass viele, krass viel Elfenbein, 16 Einheiten. Schauen wir mal. Also der nächste Akt wird Brasilien und Rom sein. Das wird denen die Hauptstadt abluchsen und dann fehlt nur noch Yokohama und London. Mechanisierte Infanterie. Okay. Dann sammeln die hoch. Nächste Runde. Schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus? Alles klar, Chefin. Ja, ja. Herrschaftssieg 2600, 800. Japan ist ganz weit hinten dran. Brasilien, England. Den gegen Brasilien habe ich auch ein Casus Belli, oder? Fantastisch. Heiligen Krieg wieder. Sehr schön. Das machen wir später. Ah, sehr gut. Sana. Was baut denn Sana? Baut einen. Na, wo ist denn der Archäologe? Ach, den Archäologen kann ich ja gleich kaufen, weil. Thermonuklearwaffen, Nuklearwaffen, Lagertraining. Große Generalpunkte. Nee.
Mobile Flugabwehr, Raketen, Artillerie, Tunboot, Zerstörer, Ranger, Opernhaus, Fenster, ne. Oh! Ja. Da haben wir natürlich, dass im Meer gebaut werden muss. Weiß Animant, Sansibar bringt Gold. Einer benötigt Befehle, der baut mal hier noch ein bisschen, genau hier noch einen Bauernhof hin. Und Delhi ist schon echt groß. Ja, das könnte man machen. Würde ich aber gern so lassen. Technik stehlen ist Quatsch, Industrie gebären. Versuch's nochmal. 600 Gold, die haben viel. Wenn wir Sao Paulo haben, dann ist Rio de Janeiro eigentlich nur noch ein Klacks, obwohl die Verteidigung von Rio ist sehr krass. Wenn wir das eh wissen, dass wir die nehmen, dann wird der Raketenkreuzer. Auf geht's. Ich glaube, unten ging es nicht durch, ne? Oh doch, hier unten ging es durch. Deswegen braucht er halt noch ziemlich weit. Ist quasi am anderen Ende der Welt. Das passt aber soweit. Zumindest für Rio sind die dann interessant. Und da sind Helikopter. Der macht auch mit hier bei der Einnahme der brasilianischen Ländereien. Und ich kann, glaube ich, erst einen Archäologen bauen, wenn ich das entsprechende Gebäude dazu habe. Was weiß ich, glaube das Museum oder so, irgendwie war was. Hey. Heiliger Krieg gegen Victoria. Tuscher benötigt mehr Wohnraum, Bereitschaft. Hier ist ein Handwerker ausgebildet, der bitte in Osaka ein bisschen was macht. Bereitschaft. Produktion wählen in Kairo. Fabrik. Produktion wählen in Hattin. Wahnsinn. Da ist der Theaterplatz. Nee, Fabrik. Produktion wählen in Mekka. Stadion. Produktion wählen in Srinagar. So. Weiter. In Sipa. Was ist hier sinnvoll? Was ist hier sinnvoll? Also ich denke, es steht außer Frage, dass ich den Wissenschaftssieg und den den Herrschaftssieg erringen kann oder anstreben kann und es auch werde. Natürlich die Kanalisation. Weiter, Delhi, Kornspeicher reparieren. Nächste Runde, viel zu tun hier. Für die Leute. Helikopter, ja, da steht er jetzt schon wieder drauf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Genau. Und drei Bauernhöfe nebeneinander, das bringt doch nochmal einen Bonus. Sehr gut. Rom handelt mit China, meinetwegen. China hat ein Lager in Hadan gebaut. Japan handelt mit Brasilien. Dem muss ich dann rechnen. Oh, China. Das könnte natürlich sein, dass die uns dann von unten noch angreifen. Yeah! Das ist der Mars-Reaktorstart. Es ist das laut hier. Mein Gott. Hier bauen wir natürlich, ne, logischerweise, den Mars-Besiedlungsstart. Das Ganze dauert dann noch insgesamt 36 Runden.
Die braucht die Kanalisation, eine benötigte Befehle. Du baust hier eine Bauhof. Jo. Da ist es gut, Gips. Kupfer. Was? Nächste Runde. Okayama. Wir müssen halt durch. Wir müssen noch Valletta bzw. Rom holen. London. Helikopter ist jetzt da. Die sind also alle da. Dann, ich denke, kann ganz cool. Hallo. Casus Belli. Gemäßigt. Gemäßigt. Naja, das wird ja wohl nicht so schlimm werden. Schauen wir mal. Viele sind. Gut, im Krieg. Jetzt wird wahrscheinlich, ich vermute mal, China uns noch den Krieg erklären. Ja, die haben ganz schön was zu bieten hier in der Verteidigung. Die können immer. Dann geh du dahin. Klappt. Gut, nächste Runde. Also Sao Paulo, hier ist nur ein Kampfpanzer stationiert. Nein, Pech. Kein Krieg von China. Okay, da haben wir kein Verteidigungsbündnis. Das ist klar. Wir hauen ganz schön rein. Das ist wahr. Werden wir schauen. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. So. Ein Handelsweg nach Rom. Hier. Ein Handelsweg nach Newcastle. Hier. Ein Handelsweg nach Rom. Hier. Und noch ein Handelsweg nach Newcastle. Und du. Ja, dann bauen wir hier ein. Das sind zwei Aktionen. Ein Seebad. Kein Thema. Panzer. Oh, dann nimmt ganz schön ab. Das passt aber. Rams und weg. Genau. Ist das eigentlich ein Chor? Tatsache ist ein Chor. Und du? Du fährst mal hier hin. Wahrscheinlich kriegst du eh auf den Sack. Sigmar, kaufe eine Raketenartillerie, jawohl. Nächste Runde. Weil da machen wir nämlich eine Armee draus. Dann hat sich der Wüsten hier hinten fast. Beziehungsweise dürfte es sehr schnell gehen. So, Kaserne. Ja, hier hat irgendwas gebaut. Jetzt war der Helikopter dran. Das ist aber okay. Oh, es ist immer spannend, wenn man so im Kampf ist. Die Zukunft scheint weit weg, verwirrt vor lauter verwirrter Verwirrung. Mhm.
So, Forschung wählen, Zukunftsenergien, Ausrichtung wählen. Ausrichtungsbaum, aber ich habe noch die Globalisierung. Tatsache. Tatsache. Wissenschaft. Gold, Handelswege. Wow. Wow, das ist natürlich krass. Luftweg wählen und zwar Boot. Wupp, wupp. Funktioniert. Eine benötigt Befehle. Ja, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Dann hier hin. Weiterhin Mittel abschöpfen in Japan. Muss ja irgendwie den Kauf der Artillerie wieder. Okay, okay, nächste Runde. Ja. Meine Bildfehler. Ah, das Seebad natürlich. Aber und nächste Runde. Wie es weitergeht im Kampf um Sao Paulo bzw. Brasilien, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Thomas spielt. Bis dahin, gehabt euch wohl. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ciao, bis bald, euer Thomas.